Hallo liebe Stiergeborene, schön, dass ihr dabei seid bei einem neuen Reading, heute für das Beziehungsspiel. Ich werde euch nach der Auslegung genau erklären, wo ihr wen in der Legung vorfindet. Nichtsdestotrotz können die Rollen vertauscht sein, also bitte spürt immer mit. Ich habe diesmal bewusst keinen Zeitrahmen gesetzt, also ist das Video gültig für den Zeitpunkt, wo ihr es findet. Und wenn ihr während der Premiere mit dabei seid, dann kommt mit unten in den Superchat. Ich freue mich auf euch und wir legen los. Ich würde sagen, wir starten. Hier liegt der Stiergeborene, hier euer Gegenüber, hier liegt der Schlüssel, der euch verbindet und mit dem legen wir los. Hier haben wir die drei der Stäbe, wow! Und die Liebeskarte. Offensichtlich wollt ihr hier beide in die wahrhaftige, authentische Liebe gehen. Das ist eine super starke Kombination. Also selten sowas liegen gesehen. Die Liebe, die schaut auch in die Zukunft, also wollt ihr vielleicht gemeinsame Schritte weiter nach vorne in Sachen Partnerschaft und Liebe gehen und zwar auf authentische Weise. Wow! Liebe Stiergeborene, in euren Gedanken liegt der Prinz der Stäbe mit der Eifersucht. Hier seid ihr vielleicht unsicher, ob ihr nicht zu schnell nach vorne geht, ob ihr umziehen sollt, ob ihr auswandern sollt, ob ihr verreisen sollt. Jedenfalls ist es eine sehr dynamische Energie, wo ihr vielleicht skeptisch seid. Vielleicht seid ihr hier auch in Dreieckskonstellationen, Fixkonstellationen verstrickt. Dann bitte nehmt das unter die Lupe, denn euer Ziel ist die Wahrhaftigkeit. Geht hier keine falschen Kompromisse ein und wenn das Verstrickungen sind, dann gilt es noch langsamere Gänge einzuschalten, wenn nicht ganz auszusteigen. Ja, so Verstrickungen sind ja immer rote Flaggen in Sachen Beziehung. Auf eurem Gefühlsleben, wow, haben wir die hohe Priesterin mit dem Geliebten auf den Kopf. Ihr seid hier, was eure Emotionen und Gefühle angeht, höchst intuitiv unterwegs, fühlt euch vielleicht auch auf Seelenebene mit dem Geliebten verbunden. Jedoch liegt der Geliebte auf dem Kopf. Da ist etwas noch nicht reif, offensichtlich. Eure nächsten Schritte, da haben wir den Sieg mit den Sechsterstäben in Kombination mit dem Glück. Liebe Stiergeborene, es sieht gut für euch aus. Ihr habt sehr feurige Energien im Blatt liegen. Ihr werdet siegen, ihr werdet als glückliche Gewinner hervorgehen. Natürlich sind wir jetzt gespannt, was bei eurem Gegenüber los ist. Auf der Gedankenebene haben wir die Kraft mit dem Kind auf dem Kopf. Hier geht es um Leidenschaft, Lust, Lebensfreude, in Gedanken einen Neubeginn zu starten. Jedoch liegt er noch auf dem Kopf, also vielleicht ist diese Person noch nicht ganz bereit. Jedenfalls klingt es für mich nach großer Anziehungskraft. Es kann bei eurem Gegenüber aber auch um innere Kindthemen gehen, die der Person hier einen Streich spielen, denn diese Karte spricht auch immer von dunklen, tiefen Dämonen, die ans Licht gebracht werden wollen. Die haben häufig in der Kindheit ihre Wurzeln. Ja? Auf der Gefühlsebene eures Gegenübers haben wir das Ass der Schwerter mit der Treue. Hier darf sich euer Gegenüber in Klarheit für Treue und Loyalität entscheiden. Das hat eine sehr große Kraft. Ich hoffe auch, dass euer Gegenüber das in seinen, ihren Schritten dann auch umsetzt. Jedenfalls will man hier gefühlstechnisch, emotionstechnisch klarer werden, euch treu gesinnt sein, vielleicht aber auch nur freundschaftlich. Vorsicht, ja?
Die nächsten Schritte sind die 9er-Stäbe und die Gedanken auf dem Kopf. Die 9er-Stäbe sprechen für emotionale Stärke. Das gefällt mir hier sehr gut, denn somit heißt das, dass diese Person sich wirklich für Treue und Loyalität klar entscheidet, sonst wäre sie nicht emotional stark genug, bestimmte Schritte einzulenken. Vielleicht weiß die Person noch nicht ganz wie, weil die Gedanken auf dem Kopf liegen. Das heißt, man ist vielleicht zu viel in den Gedanken verstrickt, wird jedoch durch diese Situation emotional sehr kraftvoll werden. Ja? Die Gedankenkarte spricht ja auch immer für eine Selbsterkenntnis, die sicher gerade im Gange ist, da die Karte noch auf dem Kopf liegt. Unter dem Deck der Zigeunerkarten haben wir das Unglück. Das heißt für mich, dass ihr hier in einer großen Wandlungsphase seid, dass ihr hier sehr stark herausgefordert seid in eurem gemeinsamen Reifeprozess. Ja? Unter dem Deck der Tarotkarten haben wir den Prinz der Kelche. Hier geht es um den Liebhaber, hier geht es um emotionale Turbulenzen, die hier geklärt werden wollen. Ja? Das ist hier sehr wichtig, denn hier geht es eher um unreifes Verhalten. Deswegen schaut mal, die Verstrickungen, die ich hier genannt habe, ein Mensch, der vielleicht sehr schnell in euer Leben will, da ist sowieso immer mit Vorsicht zu genießen oder wenn ihr das wollt, dann fragt euch bitte mal, wieso ihr es so eilig habt. Ich sehe euch hier noch als finalen Begleiter einen Engel der himmlischen Helfer von Doreen Virtue für beide Seiten. Zuerst für euch Stiergeborene. Da zeigt sich das Beten. Das passt sehr gut mit der Hohen Priesterin zusammen. Das heißt für mich, dass ihr intuitiv unterwegs seid, dass ihr mit dem Leben kommuniziert. Vielleicht habt ihr Geistführer, Ahnen, die euch begleiten, die ihr hier ins Boot holen dürft. Ja? Das ist hier sehr wichtig. Beten heißt nicht für jeden dasselbe, also macht das so, wie es in eurer Natur liegt, würde ich sagen. Ja? Meditieren zum Beispiel. Ja? Oder einfach nur das Leben um Unterstützung bitten. Dann schauen wir uns den Begleiter für euer Gegenüber an. Da zeigt sich die Führungsverantwortung. Euer Gegenüber hat die Aufgabe, die Führung zu übernehmen. Ich habe das Gefühl, dass hier jemand wachgerüttelt wird. Ja? Das ist hier essentiell wichtig. Auf dieser Seite von euch Stiergeborenen spüre ich vielmehr etwas Passives, Hingebungsvolles. Auf eurer Seite, euer Gegenüber, darf das Schwert in die Hand nehmen, die Führung übernehmen. Unter dem Deck haben wir die Großzügigkeit, die ihr beide miteinander lernen dürft. Ja? Das heißt für mich auch immer, dass man ein Auge drauf werfen darf, wo die Balance von Geben und Nehmen ist, ob die stimmt, ob sie aus der Harmonie geraten ist. Ja? Und wie immer wünsche ich euch auf diesem Weg viel Erfolg. Ich bin gespannt auf eure Kommentare, die ihr mir gerne hinterlassen dürft. Danke euch auch wie immer für jeden Daumen hoch und für jedes neue Abo, das eingeht. Für private Legungen und freiwillige Spenden findet ihr alle Infos wie immer unten in der Box. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal mit euch. Alles Liebe, eure Sandra.